Einen schönen guten Morgen. Es ist Donnerstag. Wir haben 10.28 Uhr und es sind 19 Grad Celsius. Ich bin hier in Mülheim an der Ruhr in Speldorf. Wir gucken uns hier mal um. Hallo. Ich laufe hier sozusagen mal ins Blaue hinein. Einfach mal was Neues erkunden. Irgendwie scheine ich ja jetzt den Drang zu haben, mal Sachen zu zeigen, die ich noch nie gezeigt habe. Ich weiß gar nicht, was wir hier haben. Betreten des Grundstücks auf eigene Gefahr. Sollte eigentlich die alte Tengelmann-Zentrale sein. Wobei ich denke, da darf ich gar nicht so ohne weiteres rauflaufen. Ja. Da ist ja das Wahrzeichen von Tengelmann. Beim Sucher kaum zu erkennen. Hier sind schöne Häuser drumherum. Gucken, ob wir da hier gleich ein Viertel ein bisschen rumlaufen können. Hier ist eine Sackgasse, das heißt, da müssen wir auch wieder raus, höchstwahrscheinlich. Und das ist ja in Mülheim ein Riesenthema hier mit der. Hier darf ich auch nicht weiter rein, weil hier soll nämlich die Parkstadt gebaut werden. Die sogenannte. Und das ist ein echter Aufreger. Man so aus der Presse mitbekommt. Und da ist letztlich noch kein Entschluss gefallen sozusagen. Es gibt viele Vorschläge, was man genau damit macht. Und wie das bei Vorschlägen so ist, manche sind, kommen nicht so gut an. Es gibt natürlich auch Gründe dafür. Aber das ist nicht an uns, jetzt hier zu entscheiden. Ist auf jeden Fall ein ziemlich großes Gelände. Ja, und ich bin hier noch nie gewesen. In diesem Viertel vielleicht mal durchgefahren. Noch Gebäude sehen. Von Tengelmann.
Mich zieht's letztlich mal nach rechts rüber. Und ich nutze hier so ein bisschen Sonnenschein. Und der soll sich auch heute nicht lange halten, an diesem Donnerstag. Es soll Regen geben. Und es soll auch grau in grau alles werden. Wie wir das schon so oft hatten. Und auch morgen soll es nicht schön werden. Aber die Vorhersagen, die sind natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Hier sehen wir diese ganzen Gebäude. Da sind auch Hochhäuser im Spiel, die da gebaut werden sollen. Und darüber ist ein Streit entbrannt, wie hoch die denn werden dürfen. Was der Stadtteil hier verkraftet. Wir biegen hier mal von der Kirchstraße in die Teutonenstraße ein. Nicht zu weit vom Schuss kommen.
Die Mauern hier schirmen das Gelände ab. Ich habe da schon viel drüber gelesen, aber das noch nie selber gesehen. Aber leider sieht man nicht ganz so viel, wie ich erhofft hatte. Und dann ist es mal ein Gang anders als sonst. Dass wir fast nur durch reines Wohngebiet gehen. Wir sind auf einer Umleitungsstrecke. Das ist doch schon mal gut. 5,5 Tonnen, da passe ich so eben noch durch. Und jetzt hört hier der Bürgersteig auf. Ist das hier ein Haus? Ja, das ist ein Privatgrundstück. Nicht das Firmengelände. Ups, jetzt bin ich hier mitten auf der Straße. Nicht gut. Ja, da haben wir heute noch mal richtig Glück mit dem Wetter. Denn eigentlich war bis jetzt mein Motto, bei jedem Wetter rausgehen, egal. Aufnahmen machen, immer volle Pulle dabei. In der letzten Zeit bin ich so ein bisschen unwillig geworden, was Regen und grauen Himmel betrifft. Wo ich mir dann denke, ach, das sieht doch alles nicht so schön aus. Einfach weil das schon so lange so anhält. Da drüben ist Kick. Ich meine, das gehört auch zu Tengelmann, Wissoldstraße. Jetzt müssen wir über die Eisenbahnlinien, kommen wir in 50 Meter rüber. Das ist die Heerstraße. Und das sind, wie gesagt, alles Sachen, die für mich völlig neu sind. Ich habe jetzt noch nicht zu Hause gesessen. Mir einen Plan gezeichnet. Ihr kennt mich. Einfach drauf los. Der Nase nach. Was Neues sehen.
So was liebe ich hier. Die Schienen sind. Vielleicht kann mir hier irgendjemand sagen, der sich hier auskennt, was genau das für eine Trasse ist, wo die hinführt, wo die herkommt, was da passiert. Ich weiß gar nicht, wo soll ich da mal hier drüben lang? Hier sind Schmuckehäuschen. Hier vorne kommen wir jetzt auf eine Hauptstraße. Da wird wahrscheinlich mein Orientierungssinn wieder voll zurückkehren, weil die Hauptstraße hier in der Gegend, die kenne ich eigentlich. Ja, die Duisburger Straße. Das ist doch gar nicht schlecht, genau da wollte ich hin. Können wir noch ein Stück links rumgehen. Hier wird auch kräftig gebaut. Was auch immer. Hier rechts geht's zum Rhein-Ruhr-Hafen. Da haben wir ja schon Aufnahmen hier auf dem Kanal.
echt eine große Baustelle hier. Keine Ahnung, was hier passiert. Ja, manchmal ist das halt so, dass die Entfernung, wo ich hin will, gar nicht das Problem ist, sondern eher die Zeiten, wo ich kann. Und wenn ich dann sehe, dass ich zu irgendeinem Startpunkt, wo ich hin will, eine Stunde brauche, und das sind vielleicht so 30 Kilometer oder so irgendwie sowas, dann habe ich manchmal einfach keinen Bock. Wenn ich mir denke, das ist ja ein irrer Aufwand. Ich gucke meistens so, also bis 45 Minuten mache ich mir noch keinen Kopf. Da sage ich, komm, ist egal, weil ich muss das ja auch wieder zurück. Das ist dann meistens eine ähnliche Zeit. Aber das ist natürlich schon alles in allem ein echter Aufwand. Also wenn man die Nettozeit des Filmes sieht, die steht in keinster Relation zu dem, was dahinter steckt. Obwohl ich jetzt ja noch nicht mal schneiden muss und noch Hintergrundmusik raussuchen muss oder so. Das mache ich ja nur dann, wenn dann mal wieder so ein Copyright Strike reingeschlagen hat. Das ist ja extrem selten. Ich denke mal, das nächste Mal, wenn ich auf dem Krugerfest bin, eigentlich hatte ja der BMW Vorfahrt. Ne? Ja, die kennen wir auch hier. Die alte Straßenbahn. Eine Sparkasse und ein Rewe. So sahen die früher aus, die Straßenbahn. Man glaubt es ja gar nicht. Aber so war das damals, mit Schaffner noch. Da haben wir hier Rot, das ist doof, hier bei Rot zu warten, finde ich. Hoffen wir einfach hier lang. Hier läuft der Fahrradweg in beide Richtungen. Hätte ich das mal gewusst, ich bin hier irgendwann mal mit dem Roller gefahren, weil hinter uns geht es nach Duisburg immer geradeaus. Und ich bin irgendwann mal von Mühlheim nach Duisburg gefahren mit dem Roller. Dann habe ich mir dabei ziemlich den Fuß verletzt. Weil ich Idiot hier drüben auf der Seite, wo der fährt, lang gefahren bin. Da ist auch so ein ganz schmaler Fahrradweg. Und dann waren da
Menschen, die nicht geguckt haben. Und ich hatte, komm, wir sind ja so und so gelaufen, Bürgersteig, Fahrradweg, der Wald ist viel zu eng. Und da war ein sehr hoher Bordstein, weil ich auch nicht registriert hatte. Und dann wollte ich da runter auf die Straße, dem Ganzen ausweichen. Hatte auch runtergebremst, aber lässig wie ich bin, nicht auf Null, sondern auf ich roll noch irgendwie. Bin dann den hohen Bordstein runter, musste mich mit dem Fuß abstützen, obwohl der Roller noch Vorwärtsdrift hatte. Und dabei ist mein Fuß ganz schlimm umgeknickt. Da tat im Moment richtig, richtig weh. Und da hatte ich monatelang richtig Spaß mit. Schmerztechnisch. Warum ich jetzt die Seite gewechselt habe, weiß ich gar nicht. Auf dem Bürgersteig mit Topspeed, kein Problem, ist egal. Ich bin's. Obwohl, vielleicht lief da auch ein Radweg. Komm, soll mal nicht so sein. Alles gut gegangen. Hier ist ja dieser komische schmale Radweg, von dem ich gerade erzählt habe. Ja, und die Duisburger Straße hier ist die Hauptschlagader von Spildorf, was Geschäfte betrifft. Auch Gastronomie, altes Zuhause da drüben. Aber klar, dass die jetzt morgens um die Zeit noch nicht offen haben. Können wir hier rüber? Ja, können wir. Kein Problem. Ja, und gleich müssen wir schon wieder zur Tierärztin, zwischen unseren wöchentlichen Terminen, die natürlich auch immer Geld kosten, bewegt sich dann immer so zwischen 30 und 100 Euro. Im Moment, jetzt hat man mal wieder eine Kotprobe machen lassen. Statt immer auf Voraus- und Chemiekeulen zu geben. Und bis jetzt war immer alles gut, wenn wir das haben machen lassen. Machen wir seit Jahren mittlerweile. Wir denken, wenn nichts ist, dann ist auch nichts. Und wenn was ist, dann müssen wir was machen. Und genau heute müssen wir was machen. Da sind jetzt Parasiten festgestellt worden. Giardien. Also müssen wir heute wieder hin. 18 Uhr, Traumtermin. Oh.
So, wo müssen wir denn mal hin? Der Wind frischt ein bisschen auf. Hier haben wir wieder die Heerstraße. Sieh mal eine an. Wenn die laufen, komme ich ja irgendwie in die Richtung zurück. Wo ich wieder hin muss. Da bin ich auch froh, dass ich jetzt die Chance ergriffen habe, am Morgen, ach ja, da hinten sehe ich einen Turm, da muss ich eigentlich hin, das weiß ich gar nicht, glaube ich, hier einen Umweg oder nicht, keine Ahnung. Fällt das Film heute Nachmittag sowieso flach. Naja, wir sind jetzt hier gelandet, wo wir gerade schon waren. Das heißt, wir gehen jetzt nicht einfach wieder den ganzen Weg zurück. War ja langweilig. Und deswegen sage ich jetzt vielen lieben Dank für alle, die heute mitgekommen sind. Mich begleitet haben auf größtenteils unbekanntem Terrain. Ich möchte mich bei all meinen Abonnenten bedanken. Die meinen Kanal so großartig unterstützen. Vielen Dank. Und da sehen wir nochmal das Tengelmann-Gelände, aus der irgendwie die Parkstadt werden soll. Viele Investoren sind hier involviert. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Glück auf.